Heute erzähle ich dir, wie ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und im Alter von 6 Jahren habe ich Jesus kennengelernt, durch meine Eltern. Sie haben mir Geschichten von ihm erzählt und ihm erzählt, dass ich mein Herz an ihn verschenken könne oder, wie sie es sagten, ihn in mein Herz persönlich einladen könnte. Das habe ich gemacht, weil ich wollte unbedingt dabei sein. Ich wollte mit dabei sein, wenn Jesus wiederkommt und alle zu sich nimmt, wollte ich nicht alleine hier auf der Erde zurückbleiben. Das war so mein Beweggrund im Alter von 6. Groß verändert hat sich bei mir eigentlich nichts. Ich habe eine eigene Bibel geschenkt bekommen und daraus haben mir meine Eltern seitdem jeden Tag vorgelesen. Viel verstanden habe ich nicht, aber ich habe die gemeinsamen Zeiten geliebt. Als ich 14 Jahre alt war, haben meine Eltern gesagt, dass ich nun alt genug sei, um selber die Bibel zu lesen. Mir wurde also etwas anvertraut, das ich von nun an selber machen konnte, die persönliche Beziehung mit Jesus pflegen. So habe ich jeden Tag die Bibel gelesen und gebetet. Aber wie gesagt, viel verstanden habe ich immer noch nicht und es hat sich auch nichts verändert. Später bin ich in eine Jugendgruppe unserer Gemeinde gegangen und dort habe ich die Menschen bewundert, die von ihrem Jesus erzählt haben, was er in ihrem Leben gemacht hat. Sie sind von Drogen frei geworden oder haben sonst so krass erlebt, wie Jesus persönlich für sie da ist. Das habe ich bewundert und selber in meinem Leben irgendwie vermisst. Mit 18 habe ich mich taufen lassen und die Angst vor, dass ich etwas sagen musste auf der Bühne, war jetzt kleiner als der Wunsch, dass ich mich taufen lassen möchte. Ich war irgendwie so unsicher, aber dass man etwas sagt auf der Bühne, das gehörte einfach dazu. Mit 20 habe ich meinen Ehemann kennengelernt und er hatte klare Ziele, das hatte mich fasziniert. Wir haben geheiratet und zusammen sind wir nach Zürich gezogen und haben in einer Kirche zuerst als freiwillige Mitarbeiter mitgeholfen und später hat mein Mann die Leitung dieser Kirche übernommen. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet all die Herausforderungen in meinem Leben, wie zum Beispiel nach Zürich ziehen, eine Kirche zu leiten, eine Kirche zu übernehmen, mich persönlicher mit Jesus in Verbindung gebracht hätten. Nie hätte ich das gedacht, dass je mehr ich Bereiche von meinem Leben diesem Jesus anvertraut habe, desto persönlicher wurde meine Beziehung zu ihm. Und nicht nur einmal mutige Schritte zu machen, nicht nur einmal Herausforderungen anzunehmen, sondern immer und immer wieder. Und genau das hat meine Beziehung zu ihm persönlicher gemacht. Das ist meine Geschichte. Was ist deine Geschichte? Hast du dir schon mal überlegt, wie es eigentlich gewesen ist, als du Jesus kennengelernt hast? Ich ermutige dich heute, schreib deine Geschichte auf. Vielleicht schreibst du sie so auf, wie hat dein Leben vorher ausgesehen? Dann kam Jesus und wie hat es nachher ausgesehen? Oder was hat sich verändert? Schreib das einfach mal auf und dann versuch es mal in 2 Minuten dir selber zu erzählen. Dann hast du eine eigene Geschichte und kannst damit Menschen um dich herum motivieren und inspirieren. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!